Ja, bei mir der Trainer vom Tabellenzweiten, ne? Heute hier beim Tabellenersten angetreten, ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten, kann man sagen, ne? Ja, also ich fand uns in der ersten Halbzeit schon besser, da haben wir uns auch mehr Chancen rausgespielt. Das ist das, was wir uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen vorwerfen müssen, dass wir da nicht mehr so viele klare Torchancen rausgespielt haben. Trotzdem kämpferisch, beide Halbzeiten waren super. Wie gesagt, mit dem Aber, dass wir zweite Halbzeit dann leider nicht mehr so viele Chancen kreiert haben selber. Ja, woran liegt es denn, dass trotz Julian Perse 20 Tore in 10 Spielen, ein guter Schnitt, ne? Und es hat heute nicht gefunkt. Warum in der zweiten Halbzeit? Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit, da waren wir ein paar Mal gut über außen durch. Da hat er dann leider die Bälle nicht bekommen. Die sind dann leider nicht auf ihn gekommen oder auch zu keinem anderen Mitspieler von unserem Flankengeber. Deswegen, ohne den Adressaten da klar zu finden, kannst du das Ding am Ende nicht machen. Zweite Halbzeit, eigentlich bis zum Tor haben wir es auch noch relativ gut gemacht, bis zum ersten Gegentor. Und danach ist Birkstoff dann ein bisschen mehr gekommen. Wir waren kurz ein bisschen geschockt für 5 Minuten, würde ich sagen. Aber haben es danach auch wieder mehr in die Hand genommen. Aber wie gesagt, nicht so die klaren Chancen mehr rausspielen können. Junglas hat es da hinten mit Olli Hamm auch nachher mit Papa Belinski dann auch in der Innenverteidigung gut gemacht. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Manuel Junglas. Mit dem hatten Sie auch mal zwischendurch, glaube ich, gesprochen in der Pause, ne? Oder? Ja, vor dem Spiel in der Pause zwischendurch auch mal, als eine kleine Unterbrechung war. Er ist ein angenehmer Mensch. Was tauscht man denn so aus zwischen Spieler und Trainer von der gegnerischen Mannschaft? Er hat so ein bisschen erzählt, warum er jetzt hier so in der Kreisliga kickt, warum er gewechselt ist grundsätzlich mal. Hat mal sich erkundigt, als wir den verletzten Spieler rausnehmen mussten, was passiert ist. Fand ich ganz nett. Ja, kann ja auch ein Bewerbungsgespräch werden für Winden. Ja, ich glaube, dafür haben wir nicht die nötigen Mittel, um Manuel Junglas nach Polen. Außer er gibt sich mit einem leckeren Schnitzel nach dem Spiel zufrieden bei uns. Gehen wir zum Spiel zurück. Anschlusstreffer 2:1, da war doch wieder Hoffnung, ne? Ja, ich fand, Hoffnung hatte ich die ganze Zeit von außen. Max und den Jungs auch versucht, mir da einen Platz zu geben. Die Jungs selber hatten auch die ganze Zeit Hoffnung. Wenn du das 2-1 machst, kannst du es 2-2 machen, vielleicht sogar noch das 3-2. Auch zum Schluss, dass 3-1 gefallen ist, vielleicht hätte da ein Tor wieder gereicht, um dann noch mit vielleicht der letzten, vorletzten Aktion das 3-3 zu machen. Ich finde, wir haben heute 90 Minuten lang wirklich an uns geglaubt und das fand ich auch sehr gut und habe der Mannschaft auch gesagt, hier soll heute keiner mit Kopf nach unten nach Hause gehen, sondern mit der Leistung werden wir weiterhin viele Spiele gewinnen. Gehen wir nochmal in der ersten Halbzeit, das 1:0 war ein unglückliches Tor, ne? War richtig so ein Wuscheltor, ne? Ja, es ist leider eine Ecke, die kurz ausgeführt wird auf dem kurzen Pfosten von Birkstoff flach und der geht dann irgendwie kurz in die kurze Ecke rein. Birkstoff hätte das eine oder andere schönere Tor machen können, ja, am Ende ist es dann so ein blödes Ding. Hat natürlich geärgert, zweite Tor war auch blöd, wo unser Tor überragend hält und Pressler dann am Ende ihn überlupft, weil er den Ball auch wieder vor seine Füße bekommt. Das dritte Tor ist ein Elfmeter. Die Tore waren alle ein bisschen blöd, aber die haben 3 Tore geschossen, die Birkstoffer wie 1, von daher ist der Sieg in Ordnung. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über eine Fünferkette. Welche Kette ist denn heute zum Einsatz gekommen? Wir haben uns heute für die Viererkette entschieden, weil wir die Außen doppelt besetzt haben wollten, über die Flügel kommen wollten heute gegen Birkesdorf. Und ich finde, das hat auch eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Egal, ob wir ganz vorne draufgegangen sind oder eben mal ein bisschen tiefer gestanden haben dann anfangs. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. War ein faires Spiel, aber ein bitterer Nachgeschmack nach Abpfiff, ne? Ja, also ich denke, wir hatten schon etwas die härtere Gangart, haben auch das eine oder andere Foul gespielt, um ehrlich zu sein. Aber meine Begriffe hat der Schiri heute viele Aktionen nicht für uns gepfiffen, beziehungsweise dann eher für Birkstorf oder hat gar nicht gepfiffen. Ja, und dann nach dem Abpfiff noch einen Spieler eine rote Karte zu geben, weil er sagt, sollte es besser nicht mehr pfeifen. Stelle ich es mal in Frage. Ja, ist natürlich unnötig und ist ja auch keine Beleidigung in dem Sinne, ne? Ist ja nur eine Meinung. Nein, also wir haben auch heute nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, aber da hätte ich schon gerne die nächsten Spiele wen anders. Ja, die nächsten Spiele, jetzt hat man erstmal so ein bisschen Boden verloren, ne, oben in der Spitze, oder? Ja, wir haben jetzt gegen Birkstorf verloren, gegen die Türken verloren, auch im Bezirksliga-Absteiger, gegen Lennersdorf unentschieden gespielt, eine Mannschaft, die auch gut besetzt ist. Wir haben eigentlich gegen die Top-Teams haben wir Punkte liegen lassen und müssen jetzt dann halt gegen die Mannschaften ab Mittelfeld runter weiter punkten, um möglichst weit und lange oben zu bleiben.